Am oberen Rand der Bibliothek sehen Sie unterschiedliche Register. Hier sehen Sie zum Beispiel eines, das heißt Alle Medien. Dann haben Sie ein weiteres Register Effekte, Überblendungen und so weiter. Vermutlich wird es bei Ihnen etwas anders ausschauen. Ich zeige Ihnen in dieser Lektion, was genau diese Register bedeuten. Wenn ich jetzt auf das Register Alle Medien klicke, sehen Sie, wie auch hier alle Medien ausgewählt sind. Wenn ich auf das Register Effekte klicke, dann sehen Sie, dass hier Effekte ausgewählt sind. Wenn ich auf Überblendungen klicke, dann erwarten Sie natürlich, dass Überblendungen ausgewählt sind und so weiter. Sie haben zum einen die Möglichkeit, gewisse Kategorien von der linken Seite direkt in so einem Register eben auszuwählen. Sie können diese Register auch schließen, also löschen, indem Sie einfach auf dieses Kreuz klicken. Ein neues Register erstellen Sie, indem Sie auf dieses Symbol klicken. Sie sehen nun, dass ich alle Medien doppelt habe, weil in diesem Register alle Medien und in diesem Register ebenfalls alle Medien ausgewählt sind. Wenn ich aber nun zum Beispiel da auf Fotos klicke, dann sehen Sie, dass sich dieses Register in Fotos alle umbenennt. Wenn ich jetzt ein Register für alle Medien, eins für Fotos und zum Beispiel eins für meine Kollektion Legoland haben möchte, dann kann ich einfach diese Register erstellen. Das ist praktisch, denn wenn ich später im Register Film arbeiten möchte, wo eben die Bibliothek etwas kleiner dargestellt wird, dann habe ich diese Kategoriezuordnung auf der linken Seite nicht mehr. Das heißt also, dieser Bereich wird im Register Film nicht mehr zu sehen sein. Wenn ich jetzt meine Fotos anzeigen lassen will, dann bin ich eben schneller, wenn ich meine Register direkt anwählen kann. Wenn ich aber ein Register ändern möchte, dann kann ich einfach auf den Namen des Registers klicken und gelange dann in diese Kategorien, wie Sie die auf der linken Seite in der Bibliothek schon kennen. Ich wähle zum Beispiel einfach Videos aus, das heißt, jetzt werden meine Videos dargestellt. Auch hier können Sie natürlich weitere Register hinzufügen oder die bestehenden wieder entfernen. Grundsätzlich hat man dies gemacht, um eben Platz zu sparen, da die Bibliothek im Bereich Film etwas kleiner dargestellt werden muss, weil es Platz für die Timeline und das Vorschaufenster braucht. Ansonsten haben Sie keine Einschränkung, ob Sie jetzt die Bibliothek im Register Film oder im Register Bibliothek bearbeiten.